Ja, lieber Professor Quelle, schön, dass Sie hier sind. Sie sind ja einer der bekanntesten Wachstumsexperten in Deutschland, wenn man das so sagen darf, und waren ja auch schon häufig beim IKW zu Gast. Freut mich, dass Sie auch heute wieder Zeit gefunden haben. Ich wollte Sie heute ein bisschen was zu Wachstum fragen, Thema Wachstum. Nun leben wir in einer Zeit, wo die Ressourcen endlich sind und das Thema Wachstum sehr ja, kontrovers diskutiert wird. Ist das Wachstum denn überhaupt noch ein Treiber für die Gesellschaft und für die Wirtschaft heutzutage? Ja, zumindest sollte es das sein. Denn was ja in der gesellschaftlichen Debatte und in der politischen Debatte häufig ignoriert wird, ist, dass Wachstum nichts mit mehr desgleichen zu tun hat. Das heißt, die Diskussion darüber, ob Ressourcenverbrauch, dass der endlich ist, das ist ja uns allen bekannt, dass die Ressourcen endlich sind, dass der Ressourcenverbrauch nicht über die Maßen strapaziert werden darf. Aber die Grundannahme ist häufig falsch, weil grundsätzlich wird häufig angenommen, Wachstum sei mehr desgleichen. Und das ist ja nachweisbar nicht der Fall. Wir telefonieren heute nicht mehr in Telefonzellen, sondern haben Smartphones. Wir haben kein Grammophon mehr zu Hause, hören aber noch Musik, vielleicht über Spotify. Und das ist Wachstum. Wachstum hat immer etwas mit Entwicklung zu tun, mit Innovation, mit Weiterentwicklung und eben nicht mit mehr desgleichen. Das erleben ja auch alle Unternehmen, die auf mehr desgleichen setzen. Verkaufte ich jetzt noch Grammophone, dann hätte ich ein schweres Geschäft. Würde ich mich auf Musik stützen, würde ich eine große Zielgruppe finden. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem zuerst einmal geredet werden muss, was ist Wachstum eigentlich? Was bedeutet Wachstum? Quantitativ, aber auch qualitativ. Und ich habe auch den Eindruck, dass manche von diesen sogenannten selbsternannten Degrowth-Experten gar nicht wahrhaben wollen, dass Wachstum auch ein Antrieb ist. Wir haben 2019 ein Startup gegründet. Und jetzt sagen Sie denen mal, die das Startup führen, das wächst wie verrückt, auch gesund. Jetzt sagen Sie denen mal, lasst das mal mit dem Wachstum. Hört auf. Die lachen sich doch schief. Zu Recht. Wachstum ist ein Treiber. Es ist, glaube ich, auch in uns, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Und deswegen ist Wachstum unabdingbar. Spannend. Also Sie gehen auf den technologischen Aspekt, auf den Innovationsaspekt stark ein. Was können denn Unternehmen tun, um zu wachsen? Was ist Ihrer Meinung nach ja, das Kernrezept? Ja, vielfach können Sie erstmal etwas weglassen, weil viel zu viel des Alten gemacht wird, in der Hoffnung, dass es noch funktioniert. Die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind alles erfolgreiche Unternehmen, die noch stärker werden wollen. Und die setzen darauf, erfolgreich darauf, dass sie eben das Alte nicht dauerhaft weitermachen können. Klammer auf, manchmal selbst, wenn es noch guten Ertrag bringt, weil es nicht zukunftsfähig ist. Also haben diese Unternehmen eine Stärke und gut wachsende, profitabel, gesund wachsende Unternehmen haben diese Stärke, von innen heraus Wachstum zu generieren durch Innovation. Das klingt theoretischer, als es ist, aber natürlich sagt auch jedes Unternehmen, wir sind irgendwie schon innovativ, wir haben auch Innovationen, wir haben auch neue Produkte und Dienstleistungen. Aber wenn man mal genau hinschaut, dann ist die Belastbarkeit dieser Aussage doch mitunter übersichtlich. Innovationsprozesse, das wissen Sie selbst, sind häufig beschrieben, aber nicht gelebt. Sie sind qualitätsmanagementmäßig administriert, aber sie leben nicht. Und das ist etwas, was vorangetragen werden muss. Ich glaube, das Wichtigste ist, etwas wegzulassen und die verfügbare Kraft da reinzustecken, etwas Neues zu machen. Nicht um des neuen Willens, sondern um die Kunden weiter glücklich zu machen. Jetzt bewegen wir uns ja in der Branche von Schönheitspflege und Haushaltspflege. Haben Sie denn konkreten Tipp für unsere Unternehmen, die sich mit Kosmetik, Wasch- und Putz- und Reinigungsmittel beschäftigen? Ich werde mich jetzt nicht auf dieses dünne Eis begeben, weil ich natürlich kein Branchenexperte, sondern Wachstumsexperte bin. Aber wenn man in die Branche schaut, dann sieht man sehr wohl, erstens sieht man ein paar Vorteile. Erstens, Schönheit, wie auch immer sie definiert ist, wird immer gebraucht. Man will ja schön sein. Reinigung wird immer gebraucht. Und deswegen ist hier schon mal ein Grundbedürfnis da nach Sauberkeit, nach Schönheit, was die Branche stützt. Die Frage ist, wie ausgeprägt wird es dann mit den Produkten unterstützt? Und wir sehen einige Produkte und einige Unternehmen der Branche, die gut aufgestellt sind. Und wir sehen einige Marken auch, die durchaus, das sage ich in aller Demut, weil wir nicht hinter die Kulissen gucken können, geschärft werden können. Und insbesondere im B2B-Bereich, da wird das Thema Marke und Strategie ja mitunter auch kleiner geschrieben, insbesondere Marke, wobei Marke ja nichts mit Marketing zu tun hat, sondern mit Strategie. Und B2B-Unternehmen raten wir grundsätzlich, unabhängig von der Branche, kümmert euch mehr um euer Profil, um eure Marke, sonst seid ihr austauschbar. Und die Markenartikler dürfen sich nicht ausruhen. Das tun sie aber meistens auch nicht. Jetzt haben wir aktuell die Situation, dass wir Inflation haben, dass der Geldbeutel der Menschen draußen unter Druck gerät. Und einige sagen, das wird sich so entwickeln, dass die Menschen immer weniger Geld ausgeben und deswegen von der Marke weggehen und eher auf
Niedrigpreisangebote gehen werden. Glauben Sie das auch oder was denken Sie? Da bin ich nicht sicher. Wenn wir auch mal auf das Preisniveau schauen, in einigen Produkten, mal abgesehen auch von Ihrer Branche, ist es so, dass die Eigenmarken häufig schon das, vom Preis her das Markenniveau erreicht haben. Sie spielen nur damit mit der Annahme, dass Eigenmarke günstiger sei. Das ist aber mitnichten immer der Fall. Und die Frage des Ausgebens hat etwas mit Emotionen zu tun. Gerade bei Marken. Marken haben ja etwas mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen ist sehr stark Emotion. Und wenn eine Marke es weiter schafft, die Emotion, die Bindung herzustellen zum Kunden, dann wird sie auch Erfolg haben. Und wenn eine Marke immer nur darauf setzt, naja, was früher funktioniert hat, funktioniert heute auch, die wird es nicht schaffen. Ich würde gerne abschließend noch so eine allgemeine Frage loswerden wollen. Wir leben in schwierigen Zeiten. Es gibt viele, die im Moment pessimistisch sind. Mich würde Ihre Einstellung diesbezüglich interessieren. Sind Sie eher pessimistisch oder eher optimistisch, was die nähere Zukunft angeht? Na, was die Zukunft angeht, da bin ich ja Berufsoptimist. Mhm. Weil wir müssen ja davon ausgehen, dass wir uns weiterentwickeln wollen und auch werden. Aktuell ist es schwierig, jawohl. Und Sorgen mache ich mir um die Unternehmen, die jetzt nicht handeln. Also im unternehmerischen Kontext, die jetzt nicht für ihr profitables Wachstum der Zukunft sorgen, die Multikrisen abwarten, das kann ja auch erschlagen. Wir haben ja überall Krise. Der Angriffskrieg in der Ukraine ist eine Krise, wir hatten die Corona-Krise, wir haben jetzt die Inflationskrise, Geldentwertung und ähnliches mehr. Und das kann erschlagen. Aber wenn ich mich nur mit dem Thema Krise beschäftige, insbesondere mit den Dingen, die ich nicht beeinflussen kann, dann muss ich in eine Abwärtsspirale geraten. Und wir brauchen diese Aufwärtsspirale. Was können wir wirklich tun? Wachstum beginnt immer innen, auch bei uns übrigens, persönlich. Es beginnt immer innen. Und wer sich nicht damit beschäftigt und wer sich immer nur auf diese negativen Dinge konzentriert, der wird auch in der Zukunft den Erfolg nicht ernten, den er gerne hätte. Also positive Ansatzpunkte finden, suchen, ja, finden, ja, und es auch tun. Ja, in die Zukunft gucken. Mhm. Die Zukunft ist gut. Das freut mich. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für die positive Abschlussbeurteilung. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Kaiser.